Recht herzlich willkommen zur Folge 220 von Simotrans. Ja, wir sind kurz vorm Ende sozusagen. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie was hinkriegen, um zu überleben, ne? Wir sind kurz vorm Bankrott. Da können wir sehen. Ich gehe mal auf die monatliche Übersicht. Wir haben noch 230.000 und wir sind bei 380 zurzeit. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir noch irgendwas hinkriegen, damit wir da ins Plus kommen. So, was war möglich? Ich gehe mal hier in die Linien rein und gucke schnell, was wartet in den Haltestellen. Münster Westsiedlung. Lindau Tankstelle haben wir schon bearbeitet, alles, ne? Köln Ostsiedlung Flughafen, Köln Landbahnhof. Wo ist denn der? Da, der waren wir auch schon sozusagen dran, ne? Frankfurt Müllhof. Ach so, das ist unser Papier. Das ist immer noch reichlich vorhanden. Kurz reingeguckt, ob das was bringt. Ja, die fahren alle knappes Plus ein. Da jetzt noch welche raufzusetzen, wäre vertane Zeit wahrscheinlich, bevor wir da richtig in Quark kommen. Mainz Bahnhof, ja, da haben wir auch einen Zug, der durchfährt. Ich glaube, das wäre es jetzt auch nicht. Ludwigshafen. Ja, da haben wir Ludwigshafen Mitte. Da fährt immer noch eine Straßenbahn wahrscheinlich vorbei. Und ja. Die Einer fährt da vorbei und die Zweier, also die große. Und auf der großen sind schon drei Züge drauf, die allerdings alle gut Plus einfahren. Vielleicht sollten wir da noch einen in Bewegung setzen. Aber das wird dann, da sind zu viele Fahrzeuge, weil der Einer fährt da ja auch noch durch die Gegend, ne? Und da sind schon 1, 2, 3, 4 drauf. Und die fahren auch alle Plus ein, ist klar, ne? Ich weiß nicht, ob es uns das dann nachher bringt. Ich mach mal gerade die Häuslein klein. Wo fahren sie denn lang? Das ist die Frage. Da ist eine, da ist eine. Da oben steht eine, glaube ich, jetzt gerade. Da fährt eine Zweier. Beziehungsweise sie hat ja nur einen Einer halt. Es wäre machbar, noch einen draufzusetzen, großen. Komm, einen riskieren wir noch. Eins, zwei. Nee, der war der falsche, ne? Oder? War das der richtige? Boah, jetzt habe ich irgendwas versaut. So, den wieder nehmen. Genau so ist es. Dann den. Und dann den. Das ist der Schlusswagen. Genau, jetzt passt's, glaub. Fahrplan. Brauchen wir den LU. Das geht da gar nicht, das ist verkehrt, da ist richtig. So, kurz checken. Ist gerade eine vorhergefahren. Und hier ist das Nadelöhr, da stehen sie jetzt wahrscheinlich, oder? Aber ich glaube, jetzt wäre gerade ein guter Moment zu starten. Gucken wir mal, wie weit der fährt. Ah, der fährt sofort los. Gucken wir auch gleich. Ah, das war jetzt die Dingens, die Haltestelle. Und ach, er hat sofort da ein Leute reingenommen. Das heißt, es passte sogar sofort mit dem Einsatz, wo die Linie anfängt. Das ist ja schon mal schön. Okay. Gucken wir das, dass das noch was wird. Hier unten die Zahlen wären natürlich besser. Gut. Weiter geguckt. Und zwar, ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Die Erkältung ist noch nicht ganz durch. Bevor ich hier einen Hustenanfall wieder kriege. Ludwigshafen ist Mitte. Das war das letzte, was wir geguckt haben. Lindau Westsiedlung. Das ist da hinten mit dem Zug gewesen. Auf dem Land. Darmstadt Bahnhof hatten wir auch schon angeguckt. Itzehoe-Wald Flughafen haben wir auch angeguckt. Osnabrück Transfer. Ist hier aber. Ah, das ist mit dem Flughafen verbunden. Da haben wir eigentlich auch schon genug Züge drauf, Busse drauf. Gelsenkirchen ist klar. Flensburg Stahlwerk. Das ist ja vielleicht noch eine Möglichkeit. Da ist ja gar keiner am Fahren, oder wie sehe ich das?
Doch, Stahlberg nach Darmstadt Auto bringt da was rüber. Da können wir vielleicht noch einen oder anderen, der fährt auch Plus ein, da können wir noch einen oder anderen Wagen dahin schicken. Ja, jetzt huste ich gleich wieder, jetzt muss ich erst einschränken. So, hier ist das Darmstädter LKW. Ah, das war jetzt doof. Da wollte ich hin. Stahl. Stahl, da ist er. Gibt's den groß? Der kostet 1,55. Der kostet 5. Dann kostet der 6,50. Und der kostet 9 dann. Der hat Zuladung. Wie bleibt denn der Zuladung? Jetzt sehe ich es hier. Achso, das ist klar. Das ist, der hat 20 Tonnen Zuladung und nochmal 20 sind 40 Tonnen und er hat 14 Tonnen Stahlzuladung. Na, da brauchen wir nicht reden, ne? Ist definitiv der dann, ne? Und schnellstens da drauf. Stahlauto, da ist er. Und ich glaube, wir können gleich Dreier drauf machen. Starten, starten und starten. Einzige, was wir jetzt noch gucken müssen, wo sie hinfahren, ne? Fahrplan. Flensburg Stahlwerk, passt. So, machen wir die Häuschen wieder schick. So, die drei fahren. Ja, dann müssen wir den Autohersteller angucken, was bei dem los ist. Stahl hat er, Kunststoff hat er, das heißt, die Produktion ist hier ein bisschen schlecht, wa? Abgeholt werden natürlich auch keiner, deswegen produziert er nicht mehr. Das heißt, Autotransporter müssen her. Wir sind da drauf, das ist die nächste Frage. Ach, das sehe ich hier nicht, sondern nur am Bahnhof. So, das war der Stahl. Darmstadt Auto, Duisburg, das war da oben das Autohaus, genau. Ah, da ist auch nur einer drauf. Gut, das heißt, da müssen auch noch welche hin. Autos müssten ja ganz oben sein. Okay, da gibt es wohl auch zwei. Autobahn. 8 Autos, 24 Autos. Wenn der 8 hat und der hat auch 18, 16. Das heißt, in diesem Fall ist der andere besser dran. 2,85 und 2,15. Das sind 4 bei 16. Und der kostet schon 5. Das ist also auch schon erledigt, ne? Der und der dahinter. Und Darmstadt Auto, Darmstadt Duisburg Auto. Und das sind 16, die er transportiert. Da waren über 100 da. Ich denke, da können wir auch wenigstens 3 starten, wenn nicht sogar 4. So, jetzt schnellstens da geguckt. Wo ist einer? Da ist einer. Wo fährt er zuerst hin? Autohersteller. Okay, sollte passen. Gut. Was haben wir hier? Das kann zu. Das kann dann auch zu. Das kann auch zu. Das wollte ich sehen. Oh. Ach so, das ist noch die Jahresübersicht. Aber die Kurve geht steil eigentlich nach oben. Also, eigentlich müsste da was gehen. Ich glaube, wir schaffen sogar noch einen Monat mehr auf jeden Fall zu überleben. Ja gut, das ist auch geklärt. Dann weiter im Takte der Musik, ne? Köln. Da war Stahl. Mainz-Südwest-Siedlung, wo ist denn das? Achso, das ist mit dem Bus irgendwo angeschlossen. Das haben wir schon auch verbessert. Kohlegrube Köln. Die ist da. Ah, das Stahlwerk braucht ja auch Kohle, ne? Wie geht denn die Kohle darüber? Das ist noch meine Frage jetzt gerade. Fährt da ein Kohlezug rüber? Weiß ich gar nicht. Also es produziert auf jeden Fall jetzt. Es hat natürlich auch reichlich Kohle da. Stellt sich nur die Frage, ob da überhaupt ein Kohlezug hinfährt, ne?
Köln Kohle. Ja, müsste dieser sein, ne? Okay, da fährt einer rüber, aber der fährt jetzt gerade nicht, weil genug Kohle da ist. Alles klar, aber wir haben die Produktion gesteigert, vielleicht wird es ja dann auch besser. Gut, aber warte mal, war Stahl nicht irgendwie auch was in Richtung Baumarkt? Klar, hier haben wir da Baumärkte. In Köln ist der nächste. Und wir hatten da auch Transportmöglichkeiten. Vielleicht sollten wir zu dem Baumarkt auch das da hinliefern. Ach, da sehen wir nichts. Warte mal, der Baumarkt ist wo? Da. Ich muss noch mal was trinken. Ja, so einen richtig leckeren Thymian-Tee, der hilft. So, und hier haben wir keinen Stahl, den können wir da aber definitiv anliefern und machen direkt Plus dann. In Köln gibt es auch ein Dingens, wie heißt es? Ein Depot irgendwo hier, da ist es. LKW. Stahl. Der Klein hat mir ausgerechnet, ist die bessere Wahl. Und zwar, ja, da werden wir noch keine Linie haben, da müssen wir also einen neuen einlegen. Fährt von da nach. Super, da muss ich klein machen, dann sehe ich das nicht, aber da sehe ich auch so nicht, wa? Da ist er. Nach da. Stahlwerk 100% laden, ist klar. Ist eine neue Linie. Flensburg Stahl nach Köln Baumarkt. Bausumarkt, alles klar. Basomarkt, Baumarkt. Fertig. Fertig. Ich denke mal, zwei kann der bestimmt vertragen, oder? Wie viel Stahl liefert der denn? Steht doch auch hier irgendwo, ne? Kapazität? Nö. 40 Tonnen, ne? Das müsste, glaube ich, mit Zweien müsste das reichen. Habe ich schon kopieren gedrückt? Ja. Und starten. So, der Stahl fährt auch los. Also hier, der oben, der rentiert sich wahrscheinlich voll. Der hat schon 600 plus gemacht. Den kann ich zumachen. Mit dem Stahlwerk haben wir schon geklärt. Der erste Baumarkt wird auch beliefert. Was ist der zweite? Darmstadt. Das ist ja auch nicht weit weg. Das müsste also auch funktionieren. Ja. Darmstadt Baumarkt. Muss ich nochmal anklicken, wo der genau sitzt. Hier unten hat auch eine Anlieferzone. Das heißt, da machen wir auch den Stahl drauf, ne? Den Anhänger dahinter, Fahrplan. Ist da. Na komm schon, ein weiter nach da. Flensburg 100% laden, neue Linie. Und zwar Flensburg Stahl. Darmstadt Baumarkt. Passt. 100% haben wir. Einmal bitte kopieren und starten. Und einen hätte ich davon gesehen. So. Dann hätten wir noch ein drittes Stahl. Frankfurt. Ne, ich glaube, das lassen wir lieber. Da fährt er zu weit. Das müsste man über die Eisenbahn dann erledigen. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht der Weg. Kohlegrube brauchen wir nicht weiter gucken, denke ich. Stahl hatten wir. Passagiere, Main-Südwest-Siedlung hatten wir. Kohlegrube hatten wir auch. Ludwigshafen haben wir da auch. Gehen wir mal ein bisschen runter. Buchhändler warten, Passagiere, die haben wir aber auch drin. Dresden-Südsiedlung, Hafen. Dortmund-Kreisel. Jetzt werden auch schon die Personenzahl relativ schwach, ne? Hier fängt schon
Papierfabrik keine Güter. Ach so, da wird gar nichts gemacht gerade, weil das irgendwie nicht benötigt wird. Okay, ich würde sagen, sind wir erstmal im Großen und Ganzen durch. Unsere Kurve sieht gerade recht schlecht aus, liegt aber daran, dass wir gerade den 8. Mai hatten und hier hatten wir 211.000 Mieser. Wir haben gerade wieder was Neues gemacht. Aber ich denke mal, für die Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.